war sie ganz angetan. Oh, da bin ich Ihnen sehr dankbar, Herr Dr. Bechtel. Tja, aber Sie werden auch wissen, dass das für Sie nicht billig sein wird. Ein Baron könnte ich Ihnen vielleicht schon um die Hälfte überlassen, aber ein preußischer Grafentitel, der hat eben seinen Wert. Und das weiß natürlich auch Gräfin Leopolde. Das leuchtet Ihnen doch ein. Ja, selbstverständlich. Die Gräfin möchte Sie noch einmal sprechen, bevor sie endgültig einwilligt. Noch heute Abend. Sie lädt zum Aperitif ein. Ja. Herr Müller, wenn ich Sie nun bitten dürfte, meine Unkosten zu begleichen. Natürlich. Das heißt, vielleicht sollten wir Gräfin Leopoldes endgültige Entscheidung abwarten. Was haben wir vereinbart? Auch im Nicht-Erfolgsfalle müssen die Gebühren an mich bezahlt werden. Oder muss ich der Gräfin absagen? Nein, nein, nein. Natürlich. Alles in Ordnung. Verrechnungs- oder Barscheck? Bar.